Hallo und herzlich willkommen im Wald. Jetzt gerade mal eine kleine von Hand gefilmte Einführung. Befinde mich jetzt hier wirklich ganz tief im Wald. Ich habe ja das Glück, dass es um meinen Wohnort rum wirklich ganz viele, also massenweise verschiedene schöne Stellen gibt, wo man absolut ab vom Schuss ist. Das Glück hat ja jetzt nun nicht jeder. Hier gibt es nämlich wirklich weit und breit überhaupt keinen Weg, der die Bezeichnung verdient hätte. Und das ist natürlich Luxus, wenn man irgendwelche bushcrafterischen Vorhaben hat. Das ist nämlich heute jetzt mal der Grund, weshalb ich da bin. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen klassisches Bushcraft, so wie ich mir das vorstelle, betreiben. Ich habe einen Haufen Geraffel dabei, weil im Rahmen von Bushcraft ist es meiner Meinung nach durchaus zulässig, wenn man da einiges an Zeug mitnimmt. Werden wir heute auch mal ein bisschen was Richtiges kochen, also nicht nur den Dosenburger. Jetzt aber natürlich auch kein Fünf-Gänge-Menü oder Fünf-Sterne-Menü, schon gar nicht, aber zumindest mal was man vielleicht als Kochen bezeichnen könnte. Dann habe ich noch diverses Zeug, was ich erzählen möchte und loswerden will, und habe gedacht, das mache ich heute mal in entspannter Atmosphäre eines etwas ausführlicher aufgebauten Lagers. Und das mache ich jetzt. Baue mir was Schönes auf, was Gemütliches. Übernachten werde ich nicht, aber ich bleibe auf jeden Fall eine ganze Weile hier, und da wird es auch garantiert dunkel werden, und das ist der Plan. Und damit wende ich mich mal dem Lagerbau zu. Ich habe mich jetzt schon ein kleines bisschen ausgebreitet. Wenn Lager steht, dann ist auch hoffentlich so aufgebaut, dass meine Kamera einigermaßen windgeschützt platzierbar ist. Aber mal grob: Es gibt heute ein paar Kartoffeln, Eier mit Speck. Das ist mein Eier mit Speck-Kocher, Koffer. Auf der einen Seite Ei, auf der anderen Seite Speck. Ja, das werde ich mir natürlich ein wenig in der Pfanne zusammenbrutzeln. Ein bisschen Öl habe ich auch dabei. Später gibt es noch einen Tee, und zwar diesen hier, einen Dreckeni-Zitronentee. Keine Ahnung, ob der schmeckt. Wollte ich schon immer mal probieren, bin nicht dazu gekommen bisher. Ich habe hier Stirnlampe, reichlich Batterien, damit es auch nicht allzu dunkel wird. Das trinke ich natürlich nicht. Nein, nein. Das ist ein Raclette, ein Outdoor-Raclette, bestehend aus so einem tollen Brennding hier mit Teelichtern, Fenching, und irgendwo in irgendeiner kleinen Zusatztasche habe ich auch noch so ein Schieberle, und das kann man natürlich auch noch, naja, das seht ihr ja alles. Das sind Gestänge für Zeltbahn, Zeltbahn 1, Zeltbahn 2. Ich baue mir zwar kein Zelt, aber das wäre damit natürlich möglich, wie wir wissen. Hier nochmal Gestänge für Zeltbahn, heute alles ganz luxuriös. Schnüre, Heringe, etc. Und da habe ich noch einen zweiten Sack mit noch mehr Schnüren, Heringen, etc. Ansonsten, ich sitze auf einer Elefantenhaut und einer BW-Faltisomatte. Das hier ist die Fototasche. Im Rucksack ist noch irgend ein bisschen was drin. Eine Jacke habe ich natürlich auch noch. Aber aktuell ist mir gerade so warm, dass ich T-Shirt für angemessen halte, auch wenn wir bloß so irgendwas um die 10 Grad haben. Ich habe jetzt neuerdings sogar ein Thermometer, kann also nachher mal durchsagen, wie kalt es eigentlich ist, aber ich glaube, es wird nicht allzu kalt. Und Plan ist jetzt, dass ich zwischen den beiden Bäumen, zwischen denen ich sitze, also der Baum und der Baum,
mir eine Ridgeline spanne, also so eine schöne Schnur, und da werde ich dann eine Zeltbahn dran befestigen und mit Heringen im Boden verankern, quasi als Wand, und die zweite Zeltbahn, die baue ich dann vorne dran als Dach, sodass ich also wirklich auch gemütlich aufrecht sitzen kann, und sollte es regnen, das könnte durchaus sein, dann werde ich auch nicht nass. So ist der Plan. Heißer Hopsasa, jetzt war ich doch zu faul, irgendwie jetzt den Aufbau von meiner Unterkunft großartig filmisch zu untermalen bzw. zu begleiten, weil haben wir doch wirklich alle schon 27.000 Mal gesehen, und irgendwie komme ich mir auch irgendwie immer blöd vor, wenn ich das dann mitlaufen lasse, die Kamera, und am Ende das Ganze dann halt zusammenschneide auf irgendwas relativ Kurzes, und selbst relativ kurz ist es ja immer noch was, was uns eigentlich nicht weiterhilft. Habe ich mir gedacht. Während ich aber so aufgebaut habe, habe ich festgestellt, aber irgendwie gucke ich mir Lageraufbau trotzdem 27 Millionen Mal jedes Mal an, wenn ich mir bei irgendjemanden, der auch einen YouTube-Kanal hat, einen Lageraufbau angucke. Und irgendwie finde ich das noch gar nicht langweilig. Also scheinbar setze ich an mich irgendwelche anderen Ansprüche als an den Rest. Stelle ich gerade fest. Naja, egal. Jetzt habe ich es nicht gefilmt und demzufolge kriegt ihr es jetzt halt eben auch nicht zu sehen. Und nächstes Mal wahrscheinlich wieder. Aber jedenfalls habe ich jetzt hier eine Deluxe-Unterkunft und kann nur sagen, herzlich willkommen in Bens Hütte. Onkel Bens Hütte. Ja, das ist besser. Tada! Schön geräumig, ne? Ja, drehen wir mal eine Runde drumherum. Tada! Nachdem ich übrigens oft genug über Zeltleinen geflogen bin, habe ich irgendwann mal beschlossen, dass es gar keine blöde Idee ist, die Dinger gelb zu machen. Wobei in diesem Fall kann man jetzt gar nicht groß drüber fliegen, ne? Die hängen ja am Baum. Ja, ist halt Zeltbahn, also eine Zeltbahn, andere Zeltbahn als Dach. Eigentlich ganz simpel, nichts Außergewöhnliches, aber ich bin ja auch nicht der größte Lagerbauer vorm Herrn. Ich find's gemütlich und da drin ist vor allen Dingen schön windstill. Das Blöde ist, da drin ist auch schön dunkel. Das heißt, da kann ich jetzt nicht wirklich viel filmen. Und erzähle jetzt einfach draußen noch ein bisschen was, bevor ich dann, ist es eh noch viel zu früh, um jetzt hier großartig ans Kochen zu gehen. Wobei, ach scheiße, so früh auch schon nicht mehr. Das Leben ist hart, die Tage, sie verrinnen im Fluge. Eieieiei. Ja, und damit herzlich willkommen zum eigentlichen ersten Teil dieser Videoreihe, die ich jetzt einfach mal aus aktuellem Anlass nenne. Und zwar wollte ich einfach halt mal loswerden, was so alles gerade an aktuellen Dingen loszuwerden ist. Das wird jetzt alles schön thematisch in Einzelvideos aufgeteilt, findet aber alles beim gleichen im Waldhocken statt. Und wenn es dunkel wird, dann arbeite ich halt mit Licht, und dass die Bildqualität dann scheiße ist, ist ja auch nicht so dramatisch, weil es ja primär wieder nur eigentlich ums Audio geht, und ich versuche dann gerade die Sachen, wo man wirklich überhaupt kein Bild mehr braucht, gegen Ende stattfinden zu lassen. Kurze Inhaltsangabe. Ich habe eine neue Bushbox, das mittlere Modell. Es gab ja bisher die große, die ganz kleine, und jetzt gibt es ja noch eine mittlere. Und die mittlere, die fand ich jetzt sehr, sehr, sehr interessant, weil die große ist mir definitiv zu groß. Die kleine, die mag ich zwar nach wie vor sehr gerne und komme mit der gut zurecht, aber für ein bisschen ausgefallenere Kochvorhaben, was ich dann auch in Anführungszeichen mal durchführen werde, finde ich dann die mittlere, hoffe ich, ganz cool und praktisch für mich, weil ich weiß es noch nicht, weil ich probiere sie jetzt nachher gleich zum ersten Mal aus. Wollte das ein wenig zelebrieren und daher auch der relativ aufwendige Lageraufbau. Das hätte ja im Prinzip nicht sein müssen. Außerdem hatte ich mal wieder Lust, ein aufwendigeres Lager aufzubauen. Ja, also das ist die eine Sache. Dann bin ich von euch dankenswerterweise auf drei interessante, ja, sagen wir mal, Pressemeldungen hingewiesen worden. Es sind jeweils Zeitungsartikel in Anführungszeichen im Internet. Das erste: Rauchverbot ab 1. März im Walde. Das zweite war ein Wolf, der sich nicht hat vertreiben lassen, mit einem interessanten Video, was man dazu gefilmt hat. Das könnte man mal ein kleines bisschen analysieren.
Und das dritte war ein Jäger, der nicht jagen will. Das per se ist gar nicht mal so selten, dass einzelne Jäger gar nicht so viel schießen wollen, wie sie sollen. Aber dieser Fall ist schon ein wenig kurioser als der Rest. Wie gesagt, dazu gibt es jeweils einen entsprechenden Artikel in den Medien, den ich euch verlinken werde. Und wenn ich da noch Lust habe, erzähle ich noch ein bisschen was anderes. Gucken wir mal, wie lange ich es hier noch aushalte. Bin ja noch gar nicht so lange da. Es ist halt leider jetzt schon 5:45. Gott sei Dank wird es inzwischen ja nicht mehr ganz so früh dunkel, sodass ich jetzt noch ein bisschen loslegen kann. Und dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Und werde dann auf jeden Fall die Kocheinlage zwischendurch machen, wenn ich dann ohnehin Licht brauche. Und dann halt den Rest machen wir dann im letzten Ausglühen der Buschbox. Bin mal gespannt, wie lange man die betreiben kann, bevor sie voller Asche ist. Ja. So, der Plan ist eigentlich alles völlig unwichtig, dass ich euch das vorher erzähle, aber bin gerade im sehr entspannten Modus. Das verlängert die potenzielle Quatschdauer eines potenziellen Bens. Und ich bin ja nicht nur ein potenzieller Ben, ich bin ja wirklich einer. Scheiße.